Hallo. Marinko Jurendić, angekommen in Augsburg, angekommen in der Bundesliga. Sein Start vor 7 Monaten, kurz vor Saisonbeginn. Zeit zum Eingewöhnen, keine. Die Anfänge waren ziemlich herausfordernd, gerade in den ersten 2 Monaten, wo sehr vieles neu war. Transferperiode, gerade direkt eingestiegen, 2 Wochen eigentlich Vorbereitung, dann das erste Pokalspiel, die Meisterschaft 3 Wochen später da. Also da bin ich ziemlich, ja, ich musste von einem Moment auf den anderen lernen, ins kalte Wasser gesprungen. Jurendić musste tatsächlich schnell lernen, im Haifischbecken Bundesliga zu schwimmen. Nur 1 Sieg in den ersten 7 Spielen, akute Abstiegsgefahr, der Sportdirektor direkt gefordert. Rückblick natürlich, ein turbulenter Start. Dann natürlich auch mit einer Entscheidung, die man nie gerne trifft, mit einem Trainerwechsel nach 7, 8 Matches, die gespielt worden sind. Dann wieder Einarbeitung mit dem neuen Cheftrainer. Wir haben in dieser Zeit den Turnaround geschafft, der sich über viele Monate gezogen hat. Als Augsburg einen neuen Trainer sucht, tut Marinko Jurendić das, was bereits beim FC Zürich funktioniert hatte. Er holt einen Dänen, Jes Torup. Die Entscheidung für den Bo Henriksen damals in Zürich hat sicher die Sensibilität noch mal geschärft, dass man auch auf Kulturen, auf die Integration von einem Cheftrainer schaut. Was bedeutet das, einen Cheftrainer aus einem gewissen Land zu holen? Wie lange braucht er als Angewöhnung in einem Land? Und denen sind eigentlich Menschen, und ich will es jetzt nicht kategorisieren, aber eigentlich ganz familiäre Menschen, die aber auch als Fußballer, als Trainer eine sehr gute Grundausbildung haben, ähnlich wie wir in der Schweiz. Klar, Jurendićs Erfahrungen in der Schweiz. Sie prägen ihn, vor allem natürlich jene beim FCZ. 3 Jahre ist er dort Sportchef, kommt ziemlich unverhofft zu diesem Posten und wird ähnlich überraschend 2022 mit dem FCZ Meister. Ganz ehrlich, ich hatte das nie auf dem Radar gehabt. Ich mag mich zurückerinnern, wo Teliane Canepa und Cillo Canepa auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, dass sie wünschen, dass ich der Sportchef beim FC Zürich werde. Damals war ich U21-Trainer in Zürich und Stürmertrainer in der ersten Mannschaft. Habe ich zuerst sie gefragt, ja, was macht denn genau ein Sportchef oder was ist die Erwartungshaltung von ihnen an mich? Und sie hat mir aber von Anfang an das Vertrauen entgegengebracht und mir gesagt, lass, nimm dir Zeit, wir werden dich unterstützen. Und ich bin einfach rückwirkend glücklich, dass ich ja, beim Cillo in dem Sinn und bei der Heliane in die Lehre durfte, dass sie mir auch die Zeit gegeben haben, mich in die Materie, in die komplexe Materie hineinzuschaffen. Und sie auch an mein Talent irgendwo und meine Fähigkeiten geglaubt haben. Und ja, ich bin unverhofft zu dem Glück gekommen. Sein berufliches Glück ist eng verbunden mit jenem Heinz Mosers. Die beiden wirken als Sport- und Ausbildungschef gemeinsam in Zürich und wechseln als Duo auch gemeinsam nach Augsburg. Die Schweizer Fraktion in Augsburg komplettieren Ruben Vargas und Kevin Mbabu. Letzterer war einer der ersten Transfers von Marinko Jurendić. Er ist einer der Gründe, dass ich hierher gekommen bin. Er hat mir angerufen im August. Ich habe sofort ein gutes Gefühl gehabt. Und er hat einfach gesagt, dass er will mich helfen, wieder mal Vertrauen zu finden, auch mein bestes Niveau zu finden. Und auch sein Ziel, unser Ziel ist, wieder in die nationale Mannschaft zu gehen. Und wir arbeiten über das und hoffentlich kommt. Marinko Jurendić vom U21-Trainer zum Bundesliga-Sportdirektor und das in nur gerade 3 Jahren. Ein steiler Aufstieg. Ich schaue nicht zurück, ob das schnell gegangen ist oder nicht. Ich schaue einfach vorwärts. Wo bist du heute? Wo bin ich? Ich bin in einem schönen, wunderbaren Club, der ambitioniert ist, der gute bis sehr gute Bedingungen hat, wo ja, gestandener Bundesliga-Verein ist. Und ich werde alles unternehmen, dass ich da ja, in dem Verein helfen kann, meine Fähigkeiten hineingeben, damit wir gemeinsame Ziele erreichen können. Und alles weitere, ja, weitere Zukunft blicke ich auch nicht. Gibt ja auch so schon genug zu tun im Moment. Jurendić soll schließlich einen Bundesliga-Club stabilisieren. Also, bis bald, macht's gut. Danke, tschüss.